Hallo zusammen, heute möchte ich mit euch ein Sempel verkosten, und zwar einen Ben Nevis 22 vom unabhängigen Abfüller House of McCallum. Viel Spaß und bis gleich nach dem Intro. So, hallo und Servus zusammen. Heute mal was ganz Besonderes, und zwar ein Sample, das ich von einem YouTube-Freund bekommen habe. Und zwar handelt es sich heute um dieses Fläschchen hier, ein Ben Nevis 22 Jahre. Ich halte mal das kleine Fläschchen in die Kamera, damit ihr es auch sehen könnt. So, jawohl, da kann man das sehr gut sehen. Man hat da auch das Original-Label der Flasche ein bisschen gesehen. Ich werde euch hier irgendwo auch einblenden, wie die Originalflasche aussieht, da ich diese auch als Bilder von dem Sponsor der Flasche zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und zwar habe ich diesen Whisky heute von Christian vom Kanal The Malthead bekommen. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich schon mal versucht, dieses Video zu drehen. Hatte dabei schon mal ein Sample von Christian bekommen und leider ist mir das Filmmaterial und andere Umstände kaputt gegangen, weshalb ich tatsächlich nochmal ein zweites Sample von Christian bekommen habe, um dieses Video dann doch noch drehen zu können. Auf diesem Weg einen ganz großen Dank, Christian. Tatsächlich war mir das ein wichtiges Anliegen, dieses Video doch noch zu machen. So, ich habe den Ben Nevis 22 Jahre, der unabhängig abgefüllt ist, auch schon ins Glas geschenkt, damit er so ein bisschen atmen kann. Ein 22-jähriger Whisky sollte doch auch genug Zeit bekommen, damit er ein bisschen Luft schnappen kann. Was wollte ich sagen? Abgefüllt wurde der Ben Nevis vom unabhängigen Abfüller House of McCallum. Das ist wohl ein recht junger, unabhängiger Abfüller, von dem ich selber bis von diversen Internetseiten jetzt auch noch nichts gehört habe und vorher auch noch nichts im Glas gehabt habe. Dieser Ben Nevis lagerte in Ex-Bourbon-Fässern und hat dann ein Finish in Syrah-Weinfässern bekommen. Ja, Syrah ist wohl ein Rotwein, genau. Ich kenne mich tatsächlich nicht gut mit Wein aus, aber da sollte der gelagert haben noch oder wurde gefinisht darin. Was gibt es noch zu sagen? Die Farbe, und da zeige ich euch jetzt auch gleich nochmal den Whisky im Glas. So, ich würde es als einen schönen, kräftigen Goldton beschreiben. Ja. Ich glaube, das kann man so bestätigen. Er ist nicht gefärbt, er ist nicht kühl gefiltert und er wurde abgefüllt mit 46,5 Volumenprozenten, was auch eine wirklich schöne und angenehme Trinkstärke ist. Er ist 22 Jahre alt, was auch was ganz Besonderes ist. Und jetzt muss ich nochmal die Schleife ziehen. Vielen Dank, Christian, dass du mir von so einem tollen alten Whisky ein zweites Sample zukommen lassen hast, weil es ich vermasselt habe. Ganz toll von dir. Tja, was gibt es noch zu sagen? Die Serie, in der dieser McCallum aus dem Hause... Die Serie aus dieser Ben Nevis, der vom Haus McCallum abgefüllt worden ist, heißt The Vintage Old Alliance Collection. Und da gibt es wohl schon ein paar andere Abfüllungen auch. Genauer hat auch The Malthead dies beschrieben. Und ich werde euch hier oder da, aber ich glaube hier oben unterm i, das Video, das er dazu gemacht hat, auch verlinken. So, im Besitz ist Ben Nevis übrigens derzeit vom Nika-Konzern. Jawohl. Mehr kann ich jetzt auf die Schnelle gar nicht sagen.
Und drum werde ich jetzt erstmal anfangen, diesen feinen Whisky, schauen, was er mir denn in der Nase sagen kann. Tatsächlich habe ich gleich zu Anfangs eine schöne, weiche Rotweinnote, die aber sich so mit einer leichten, zarten Toffee-Note aneinander reibt. Wenn man so ein bisschen tiefer einatmet, hat man auch Noten von Moos und Erde und der Fasseinfluss ist nicht zu stark, aber schon deutlich zu spüren. Wenn man ein paar Mal dran geschnüffelt hat, dann merkt man auch so eine ganz interessante Zitrusfrische, die er noch hat. Ganz ungewöhnlich für einen 22 Jahre alten Whisky. Dieses Zitrusaroma, das bekomme ich eigentlich häufig bei eher jungen Whiskys, so unter 12 Jahre alt. Bei diesem hier gehe ich davon aus, dass das eine Note ist, die der Whisky von den Syrah-Weinfässern aufgenommen hat. Dann werde ich mal schauen, was mir der Whisky auf dem Gaumen sagen kann. Slanche. Im Geschmack habe ich zuerst, das ist für mich wirklich das vordergründigste, würzige, erdige Noten, die mit einer ganz interessanten, fruchtigen, erdbeerigen Süße spielen. Und der Benevis 22 Jahre bleibt richtig lang auf der Zunge liegen. Der Alkohol ist an und für sich bis auf diesen Würzecharakter nicht zu schmecken. Der Antritt ist mild und weich. Jetzt probiere ich ihn nochmal, aber zuerst rieche ich nochmal kurz. Jetzt, wo ich ihn schon mal im Mund hatte, ist so eine leichte Muffnote da. Vielleicht auch von diesem Syrah-Wein. Nicht typisch für Ex-Bourbon-Fässer. Und diese Zitrus-Frischnote, die ist nicht aufdringlich geworden, aber doch stärker im Aroma, stärker in der Nase. So, jetzt probiere ich nochmal. Voll, cremig, weich, rund, mundauskleidend. Eine gute, runde Komposition. Ein leckerer, leckerer, fruchtiger Whisky. Beim zweiten Mal jetzt im Abgang hinterlässt er eine deutliche, würzige Bitterkeit auf der Zunge, die jetzt vielleicht nicht ganz so meins ist, die mich aber auch nicht wirklich stört, da diese fruchtige, erdbeerige, dunkelbeerige Süße noch immer trotzdem auf der Zunge bleibt. Ein wirklich leckeres Erlebnis, wo ich mich freue, dass ich den mal im Glas haben konnte. Ups. Stellen wir das Glas doch mal hin. Und ich komme zu meinem Fazit. So, jo, für mich ist es der erste Whisky,
vom unabhängigen Abfüller House of Macallan. Ein Erlebnis. Allerdings muss ich sagen, wäre ich zu diesem Whisky wohl nicht gekommen, hätte mir Christian von The Malthead diesen nicht zukommen lassen, weil da ist als erstes der Preis. Die Flasche kostet um die 120 Euro und ist, glaube ich, im Moment in dieser ersten Auflage auch vergriffen. Ich hätte mir diesen Whisky selber so nicht gekauft. Vielleicht, wenn ich irgendwo anders noch an ein Sample gekommen wäre, hätte ich das vielleicht gemacht. Aber ein unabhängiger Abfüller, ein neuer, ein junger unabhängiger Abfüller. Ich weiß nicht, ist ganz schön hoch eingestiegen. Ich weiß nicht, wie teuer die anderen Abfüllungen sind. Ich kann jetzt keine klare Kaufempfehlung geben. Ich glaube, jeder, der die Flasche gekauft hat, ist nicht unglücklich damit geworden. Aber es ist keine von den Flaschen, die man wirklich kaufen müsste. Genau. Ich glaube, das ist jetzt für mich so ein ganz gutes Fazit. Ganz toll. Es ist wirklich was Tolles. Er ist jetzt auch immer noch präsent mit dieser erdbeerigen, süßen, vielleicht auch johannisbeerigen Frische im Mund. Ganz lecker. Jo. Schön, dass du wieder bei meinem Video dabei gewesen bist. Es freut mich, wenn du ein Like oder ein Abo dalässt, wenn du unter meinem Video kommentierst. Es freut mich auch, wenn du das nächste Mal wieder bei meinem Video dabei sein wirst. Ich hoffe, ich werde meine nächsten Videos in kürzeren Abständen bringen können. Aber leider will die Arbeitswelt oft nicht, dass man so zu solchen Sachen dazukommt, wie man es gerne hätte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, immer einen guten Genuss. Macht's gut, euer Konstantin von Whisky Enjoy. Tschüss!